Und jetzt ist sie hier zu Gast. Herzlich willkommen, Saskia Esken. Schön, dass Sie hier sind. Guten Abend, Frau Maischberger. Frau Esken, Sie sind jetzt ein Dreivierteljahr im Amt und Sie müssen unheimlich viel Kritisches über sich lesen. Und das ist manchmal der Amtsführung quasi geschuldet, aber auch der Person. Es gibt eben diese Beschreibung, die ist grimmig, die ist skurril, die ist unerfahren, sie ist verbissen, die ist provinziell. Nehmen Sie sich das eigentlich zu Herzen? Nee, nicht wirklich. Ich glaube tatsächlich, dass man sich da in der Hauptsache mit der Rolle beschäftigt und nicht mit meiner Person. Und deswegen kann ich das gut trennen und schlafe gut. Und die Familie ist auch darauf vorbereitet gewesen und steckt das so gut weg? Ja, mit jedem Tag mehr. Mit jedem Tag mehr. Sie müssen auch noch Teile der Partei überzeugen, weil Sie ja eben relativ unbekannt von relativ weit hinten nach ganz nach vorne gekommen sind. Ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man unterschätzt wird am Anfang? Ich glaube, dass es uns in den letzten 9 Monaten sehr gut gelungen ist, allen beiden übrigens, Norbert Walter-Borjans und mir, die Partei davon zu überzeugen, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben, die Partei zu erneuern, die Partei zu stärken, aber eben auch zusammenzuführen. Das ist uns sehr gut gelungen in den letzten 9 Monaten. Und da kommt auch viel positives Feedback. Und ist es jetzt ein Vorteil, wenn man unterschätzt wird am Anfang oder nicht? Naja, unterschätzt sind wir, waren wir sicher auch. Wir waren aber vor allem auch vom ersten Tag an, 100 Tage hatten wir nicht, vom ersten Tag an extrem unter Beobachtung. Ja. Und insofern, das hat schon viel Druck auch ausgeübt, aber es hat uns auch wach gehalten. Sie twittern unheimlich viel, vielleicht als Druck, weiß ich nicht, Ventil, um etwas abzulassen. Sie haben, sind angeeckt deshalb, weil Sie eben der Polizei latenten Rassismus vorgeworfen haben, weil Sie die Corona-Demonstration als Covidioten bezeichnet haben. Nehmen Sie die Kritik daran ernst? Würden Sie sagen, die Kritiker haben einen Punkt, Sie sind übers Ziel hinausgeschossen? Ich wähle meine Worte eigentlich mit Bedacht. Und es geht mir darum, auch Debatten anzustoßen. Ich glaube, in beiden Fällen habe ich Debatten angestoßen. Mhm. Es mag sein, dass sie für mich auch schmerzhaft waren, aber sie waren notwendig. Mhm. Also es ist nicht eine Internetsucht, dass man unbedingt jetzt schnell etwas noch sagen will, sondern Sie überlegen ganz genau so, das ist jetzt ein Punkt, da gehe ich drauf. Ja. Und dann schauen Sie, wie alle sich zerstreiten. Wie hoffentlich auch gute Ergebnisse aus einer Debatte rauskommen. Sind Sie immer schon so gewesen? Sie sind Jahrgang 61, die Mutter ist Gemeinderätin bei der SPD gewesen. Ein politisches Elternhaus, in dem man immer viel diskutiert hat bei Ihnen? Sowohl im Elternhaus als auch in meiner Umgebung war immer viel Politik, das stimmt schon. Also Politik ist schon immer so gewesen, ob ich immer schon so gewesen bin. Ich glaube, niemand bleibt über 59 Jahre so, wie man immer war. Aber streitbar. Entwicklung, na klar. Sie haben kürzlich eben mit diesem Tweet für Aufsehen gesorgt, 58 und Antifa, selbstverständlich, ich glaube, es war eine Replik auf Donald Trump. Mhm. Unter Antifa begreifen ja ganz viele solche wie die in Leipzig, die wir jetzt gesehen haben, auch in den letzten Tagen, die eben dann tatsächlich mit Bengalos und gegen die Polizei vorgehen. Waren Sie auch so als junge Antifaschistin? Nein, überhaupt nicht. Ich habe wirklich viel demonstriert, auch in meiner Jugend, in jungen Jahren. Und ich habe in all den Jahren auch nur sehr gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Das ist auch sozusagen eine Erwartung, die man da jetzt hat. Ah, da waren wahrscheinlich schlechte Erlebnisse. Das ist nicht der Fall. Sie haben keine Steine geworfen? Nein, ich habe keine Steine geworfen. Häuser besprüht? Ich halte das auch nicht für legitime Mittel der Auseinandersetzung, jedenfalls nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Mhm. Häuser besprüht? Nee, ist nicht notwendig. Rechtsbrüche begangen? Nein. Nichts jedenfalls, wofür Sie erwischt worden wären? Nichts jedenfalls, wofür ich mich schämen müsste, sondern ich habe immer friedliche Mittel angewendet und eben die Masse, die da zusammengelaufen ist, die auch Themen gesetzt hat, die Politik auch ein bisschen vor sich hergetrieben hat. Das war unser Weg. Sie haben einen interessanten Lebenslauf. Also Sie haben angefangen zu studieren, haben das Studium dann abgebrochen. Mhm. Sie waren Paketzustellerin, Sie haben als Kellnerin gejobbt und wir haben ein schönes Foto, was Sie zeigt, als Straßenmusikerin. Mhm. Das ist so um 1980, ist das ein pantomimisch angemaltes Gesicht? Haben Sie auch Pantomime gemacht? Ich war 18, 19 Jahre alt, als ich als Straßenmusikerin unterwegs war. Und ich glaube, ich war vergleichsweise schüchtern, kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber ist so. Stimmt. Und, ja, und das ist eben ein Mittel, auch in den öffentlichen Raum zu gehen, sich zu trauen. Und haben Sie das gemacht, weil Sie Geld verdienen wollten? Nee, das habe ich gemacht, um in Kontakt mit Menschen zu kommen und mich auszuprobieren. Was haben Sie so gesungen? Was war das? Crosby, Stills und Nash & Young. Crosby, Stills und Nash, okay. Und Young. Ja. Und war das eine wilde Zeit? Also das Studium abgebrochen, hatten Sie so ein klares Ziel im Leben? Da will ich hin, deswegen mache ich das und das und jetzt breche ich das Studium ab, weil das wird nichts?
Ja, wenn das so gewesen wäre, hätte ich anschließend nicht so lange gesucht. Aber auch diese Suche ist ein Teil meiner Biografie und hat ganz sicher sehr vieles an dem geformt, wie ich bin und wie ich meinen Lebensweg gemacht habe. Ich habe ja dann am Ende bin ich staatlich geprüfte Informatikerin geworden. Das war dann tatsächlich auch ein Ziel, das ich auch zu Ende gebracht habe. Hat mir auch viel Spaß gemacht, der Beruf. Es war immer klar, dass ich viel Veränderung suche in meinem Leben. Ich habe mich sehr oft sehr viel verändert. Ja, Sie haben dann eben 1990 sind Sie dann in die SPD eingetreten. Warum eigentlich nicht in die Grünen? Die gab es ja damals schon. Die familiäre Vorgeschichte hatten Sie ja schon angesprochen. Das ist eigentlich also eine sehr starke sozialdemokratische Prägung. Trotzdem war ich in den 80er Jahren viel zu wild, um in die SPD einzutreten. Dann in den 90er Jahren habe ich Heimat gefunden, auch in einem SPD-Ortsverein vor Ort, wo man sich dann für Flüchtlinge engagieren konnte. 1990 hatten wir eine ähnliche Situation wie heute mit hohen Zahlen, hohen Zuzugszahlen, viel Ablehnung auch in der Bevölkerung. Und da habe ich mich engagiert. Sie sind Mutter geworden und sind sozusagen dann ausgestiegen aus dem Berufsleben. 3 Kinder hintereinander, alle 2 Jahre. Sie haben mal gesagt, Ihre Mutter war eine Vollblutmutter und Sie haben sie bewundert. Die hat die Arbeit und die Erziehung unter einen Hut gebracht. Das war nicht Ihr Weg. Sie sind quasi aus dem Beruf rausgegangen. Warum? Meine Mutter hatte 2 Kinder und es lagen 4 Jahre dazwischen. In meinem Beruf, in der Softwareentwicklung, kann man nicht Teilzeit arbeiten. Das war jedenfalls damals überhaupt gar nicht möglich. Im Gegenteil, in Hochzeiten von Projekten, wo es irgendwie dem Ende zugeht, arbeitet man eher 60 Stunden. Ja. Und das hat sich nun wirklich nicht vereinbaren lassen. Und der Beruf funktioniert auch nicht im Homeoffice. Meine Mutter war Buchhalterin, die hat nachts ihre Buchhaltungen gemacht, damit sie tagsüber für ihre Kinder da war. Und Sie haben also entschieden, das ist ein Bruch, auch da wieder einer ja. im Leben und genau. haben sich dann engagiert in der Partei und eben als Elternbeirat. Eigentlich ist das eine klassische linke SPD-Biografie. Sie müssen Gerhard Schröder und die Agenda 2030 gehasst haben. Gerhard Schröder und seine Agenda waren nicht meine aktive Zeit 2010. Und das war besser so. Ja 2010. Also. Es war nicht Ihre aktive Zeit, aber Sie haben das so beobachtet. Natürlich habe ich es beobachtet, aber genau in dieser Zeit hatte ich eben kleine Kinder und war also jetzt wenig mit Politik beschäftigt. Ich sage es nochmal, 3 Kinder in diesem Abstand alle 2 Jahre. Das ja, aber ist, kommunalpolitisch engagiert und eben dann doch. Ja, erst als Sie ein bisschen älter schon waren. Das war schon. Aber danach, als Sie sich damit beschäftigt haben, ja. fanden Sie es nicht so gut, was er gemacht hat? Also ich habe das sehr wohl beobachtet, aber ich habe mich nicht engagiert, so würde ich sagen. Ich war nicht aktiv in der Zeit. Sie haben bei der Bewerbung zum Parteivorsitz solche Sachen gesagt wie die SPD hat ihr in ihrer neoliberalen Phase die grundlegenden Werte verraten, den Staat geschwächt, die Steuern für Reiche gesenkt, die Glaubwürdigkeit verloren. Das alles trifft ja dann nicht auf Schröder nur zu, sondern auch auf Olaf Scholz, der damals diese Politik mitverteidigt hat. Haben Sie ihn im Blick gehabt, als Sie diese Sätze gesagt haben? Es war wirklich eine Zeit, wo die Sozialdemokratie übrigens in ganz Europa diesem Virus verfallen war, auch die Wirtschaftswissenschaft im Übrigen. Wir haben alle zusammen, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren gelernt, dass da Fehler gemacht worden sind. Und wir sehen heute, wenn wir beispielsweise jetzt unter Corona-Zeiten darüber debattieren, ob es möglicherweise eine Zumutung ist, für Künstler und Selbstständige Grundsicherung zu beantragen, dann stelle ich mir die Frage, ob es nicht eigentlich für jedermann offenbar eine Zumutung ist. Wenn es für manche eine ist, dann ist es wahrscheinlich für alle eine Zumutung. Haben wir ein System geschaffen, das Menschen so unter Druck setzt, dass sie eher den Sozialstaat fürchten, als ihn als stabilisierenden Faktor zu kennen? Und ich glaube, das müssen wir dringend überwinden. Haben wir ein System bestimmt ja insofern nicht. Sie waren nicht dabei, Olaf Scholz, aber schon hatten Sie den. Sie waren skeptisch, Sie mochten den nicht als Vertreter der Agenda, stimmt's? Nein, wir waren der Auffassung, dass es richtig wäre, dass wir erstens mit unseren Haltungen und zweitens als Nicht-Regierungsamtsinhaber die Partei führen. Wir hätten es für falsch gehalten, wenn der Vizekanzler und Finanzminister auch noch Parteivorsitzender wird. Weil er kein standhafter Sozialdemokrat war, wie Sie einmal irgendwie sich haben entlocken lassen. Ich habe mir sowas entlocken lassen. Ich habe mich direkt anschließend bei Olaf Scholz entschuldigt. Auch weil er doch ein standhafter Sozialdemokrat ist. Er ist durch und durch ein Sozialdemokrat. Ein Sozialdemokrat, der im Moment im Verdacht steht, einer Hamburger Bank eine Steuerschuld oder geholfen zu haben, einer Hamburger Bank eine Steuerschuld zu erlassen, die diese Hamburger Bank mutmaßlich vorher sich vom Steuerzahler geholt hat. Da geht es um Cum-Ex, es geht um die Warburg Bank. Herr Scholz war heute im Bundestag und in 2 anderen Gremien, hat Rede und Antwort gestanden. Wenn sich herausstellt, dass er wirklich
von dem Banker, mit dem er sich getroffen hat, sich überzeugen hat lassen, die Papiere zu dem Finanzsenator zu schicken und damit dann die Steuerschuld niedergeschlagen wurde. Wenn sich das als wahr herausstellt, ist er dann noch ein guter Kanzlerkandidat der SPD. Olaf Scholz hat jetzt heute und auch schon zuvor in allen Befragungen ganz deutlich gemacht und auch proaktiv ganz deutlich gemacht, dass es keinen Einfluss gegeben hat, dass die Finanzverwaltung ihre Entscheidungen alleine und unabhängig trifft, dass das auch in Hamburg damals der Fall war, dass insbesondere der erste Bürgermeister gar keinen Zugriff hat, aber auch nicht der Finanzsenator Zugriff genommen hat, dass da kein Einfluss genommen wurde. Und insofern bin ich zuversichtlich, dass sich da nichts herausstellen wird, weswegen ich meine Meinung revidieren muss. Mhm. Es bleibt ein Geschmäckle, sagt man bei Ihnen in Baden-Württemberg so, oder? Naja, überall da, wo Menschen mit Interessen mit der Politik sprechen, könnte so eine Frage entstehen. Und deswegen sind wir ja auch der Überzeugung, dass wir mit einem Lobbyregister jetzt dafür sorgen müssen, dass mehr Transparenz in die Politik kommt. Nicht nur ins Parlament übrigens. Wir sind der Überzeugung, dass es auch in den Ministerien der Fall sein muss. Ja, wenn das schon gewesen wäre damals in Hamburg beispielsweise, die haben ja ein gutes Transparenzgesetz, dann hätte Herr Scholz jetzt nicht in seinen Kalendern suchen müssen, um nachzuschauen, wann er sich mit dem Herrn getroffen hat, sondern dann wäre das dokumentiert gewesen. Ja. Das ist ja eine Sache, die untersucht wird. Wir werden das Ergebnis abwarten. Eine andere Frage ist die, Sie möchten gerne ein Bündnis mit der Linken. Olaf Scholz saß vor nicht allzu langer Zeit auf Ihrem Stuhl und hat Folgendes zu dieser Frage gesagt. Wer regieren will, muss auch regierungsfähig sein. Mhm. Und da, glaube ich, haben alle in dem großen demokratischen Gespräch, das jetzt bis zur Bundestagswahl vor uns ist, noch viel zu tun. Also ist die Linke Stand heute regierungsfähig? Ich glaube, da gibt es noch viele Fragen. Sie haben ja auch ein paar gestellt und da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben. Ich wünsche gute Verrichtung. Heißt übersetzt, er mag das nicht, die Idee mit den Linken, oder? Nee, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich habe verstanden, die Linke hat noch einiges zu klären. Und offenbar, wir sehen ja jetzt schon, seit Olaf Scholz auch als Kanzlerkandidat nominiert ist und die Gespräche regelmäßiger geführt werden, dass die Fragen auch in der Linken selbst gestellt werden, mit gutem Grund. Mhm. Das gilt auch für andere potenzielle Regierungspartner. Dann frage ich Sie doch einfach mal ein paar Forderungen der Linke mit der Bitte, einfach um zu sagen, ja oder nein, Reichensteuer 75% auf Einkommen ab 1 Million? Das werden wir sicher so nicht machen. 5% einmalige Vermögensabgabe ab 1 Million? Die SPD hat ein Steuer- und Finanzkonzept ja im Dezember 2019 beschlossen. Das ist insgesamt stimmig. Das müssten wir mit jedem möglichen Koalitionspartner am Ende abstimmen. Da sind auch Kompromisse 5% möglich. 5%? Die Zahl, die genannt ist, Bernd Rixinger, ein alter Freund von ihr, hat das getan. Alter Freund von mir, das stimmt. Also 5%, ist das eine gute Zahl? Das kann ich heute so nicht beantworten. Gut. Die großen Wohnungskonzerne enteignen? Da ist schon viel darüber debattiert worden. An der Stelle, wo große Konzerne Macht missbrauchen und Eigentum auch nicht zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen, da muss man über solche Dinge nachdenken. Ja, also. Unser Grundgesetz macht es möglich. Auslandseinsätze der Bundeswehr sofort beenden, und zwar alle. Die Auslandseinsätze der Bundeswehr werden ja regelmäßig vom Bundestag beschlossen. Ich habe jedes Mal zugestimmt. Da werden Sie erkennen, dass das mich kein Punkt ist. Austritt aus der NATO? Genauso wenig. Dann wird es doch noch etwas gute Verrichtungen, sagte Olaf Scholz, geben, wenn das nichts wird mit Rot-Rot-Grün. Kevin Kühnert sagt GroKo nur über meine Leiche. Den Satz können Sie unterschreiben. Aber glaubt Ihnen das noch jemand? Naja, im Moment arbeitet die GroKo sehr verantwortungsvoll und mit großer Zustimmung, glaube ich, auch aus der Bevölkerung in der Bewältigung dieser Pandemie. Ich bin der Überzeugung, wir, Norbert Walter-Borjans und ich, gemeinsam mit Olaf Scholz und Rolf Mützenich, wir haben die Koalition verändert. Mhm. Nicht erst seit Corona. Wir haben dafür gesorgt, dass da besser gearbeitet wird, dass die Kommunikation auch besser ist, aber vor allem, dass sich auch in bestimmten Themen nochmal ein Dreh gefunden hat. Und dennoch bin ich weiterhin der Auffassung, dass die Große Koalition als solche die Ausnahme sein sollte. Und es ist jetzt schon sehr, sehr oft als Ausnahme gezogen worden. Und deswegen bin ich der Auffassung, die CDU, CSU sollte sich mal auf der Oppositionsbank erholen. Aber vorher müssen Sie die Geschichte mit den Flüchtlingen noch lösen. Horst Seehofer sperrt sich und sagt, wir brauchen eine europäische Lösung. Das ist eine Position, die Sie vor kurzem auch noch hatten. Er sperrt sich, Flüchtlinge jetzt aufzunehmen. Würden Sie nach dem Brand von Moria bei dieser Position bleiben?
Wir brauchen sowohl eine europäische Lösung als auch eine Lösung für diese armen, verzweifelten Menschen, vor allem für die Familien und für die Kinder. Also alle nach Deutschland holen jetzt? Wir werden nicht alleine die 13.000 Menschen aus Moria aufnehmen in Deutschland. Das wird nicht der Weg sein, aber wir werden einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten. Gucken wir mal. Muss sich Gerhard Schröder zwischen Gazprom und der SPD irgendwann mal entscheiden? Gerhard Schröder, wie alle anderen ehemaligen SPD-Vorsitzenden, wenn die alle Ämter und Mandate aufgegeben haben, dann müssen die selbst entscheiden, was sie beruflich tun und was sie lassen. Das habe ich auch schon zu anderen ehemaligen Vorsitzenden. Also Sie sind da lässig, stört Sie gar nicht, was er da macht, ja? Das ist, also ich kann das nicht beurteilen, ich kann es ihm nicht verbieten. Ich finde, jeder muss selber wissen, ob er noch in den Spiegel gucken kann oder nicht. Ich habe noch die Bitte, ein paar Sätze zu ergänzen. An Markus Söder schätze ich, dass wir ab und an SMS hin und her schreiben, wenn es langweilig ist in der Koalitionsausschusssitzung. Da ist es manchmal langweilig, okay. Als Kanzlerkandidaten der Union wünsche ich mir, das ist überhaupt gar nicht meine Entscheidung, da habe ich auch keine Wünsche, nein. Dass Kevin Kühnert einmal Bundesvorsitzender der SPD wird? Ist im Rahmen des Möglichen, durchaus. Dass die CSU gestern wieder Kaufprämien für Verbrenner gefordert hat, finde ich langweilig. Dass ich früher 30 Zigaretten Marke Gauloise am Tag geraucht habe. Die schwarzen ohne Filter. Stimmt also. Stimmt. Sich das Rauchen dann abzugewöhnen war? Schwer, aber habe ich meinen Kindern zuliebe getan. Dass viele Corona-Gegner ausgerechnet aus meiner Geburtsstadt Stuttgart kommen? Ist mir manchmal ein bisschen peinlich. Mein Lieblingsministeramt wäre? Ich habe ja immer gesagt, als SPD-Parteivorsitzende sollte man kein Ministeramt übernehmen, weil dieses Amt das ganze Engagement braucht. Ich werde regelmäßig auf das Thema Digitalministerium angesprochen. Ich bin der Auffassung, es wäre falsch. Bin der Auffassung, es wäre ein Konzept der 80er Jahre. Und wenn ich gefragt werde, aber wenn es eingerichtet wird, würdest du es übernehmen, dann werde ich womöglich schwach. Dass mir unterstellt wird, für den Abzug der US-Truppen aus Deutschland verantwortlich zu sein, weil Donald Trump sich so über sie geärgert hat. Das ist lustig, da hat jemand gefragt, und was muss ich tun, damit er zurücktritt? Ich glaube, ich würde es machen. Okay, nicht zu viel der Ehre, dass er sich so über sie geärgert hat. Das ist maßlos überzogen, das ist eine lächerliche Unterstellung. Und Sie freuen sich auf die Wahl in den USA, nehme ich an. Wir sind gespannt, alle miteinander. Frau Esken, vielen Dank für den Moment heute. Schön, dass Sie heute hier zu Besuch waren, und viel Erfolg bei der Verrichtung der offenen Fragen mit der Linkspartei wünschen wir. Herzlichen Dank. Danke sehr.